Schneider und Bernhard Holte. Guten Abend. Ich hole die Brille raus. Das bedeutet, wir fangen sofort an mit Genial daneben. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass wir heute ein bisschen Leute unter Geld kriegen. Sehr schön, Herr Balder. Ja. Wunderbar. Ein bisschen Einstand. Geld unter die Leute kriegen, was ich allerdings bezweifle, wie immer. Fangen Sie mal an. Ich habe das Gefühl, eine leichte Aggression zu spüren. Nun gut. Seite des Tisches. Eine leichte Gereiztheit hier auf dieser Seite. Ihr könnt ja die Plätze tauschen. Das haben wir schon mal gemacht. Haben wir schon mal gemacht? Ja, haben wir schon mal gemacht. Aber nicht in dieser Sendung. Aber wir haben das Zirkusding an. Ja, aber willst du das tragen? Nee. Ist mir zu klein. Ah. Ja. Aber wir haben Martin Schneider heute dabei. Einen Ausbund an, an Wissen. Danke, ja. Bitte. Und wir beginnen mit Marek Schlegel. Marek Schlegel wohnt in Köln und möchte wissen, was ist dein Vorbläser? Moment, du bist ja vom Fach, du warst ja im Posaunenchor. Mhm. Dann bist du sicherlich da der Fachmann, Martin. Also, ein Vorbläser. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hatte kein Vorbläser gehabt. In Burgundshaus, aber vielleicht ist das jetzt, kommt das drauf an, wie groß der Posaunenchor ist. Ja? Oder vielleicht auch, wenn wir zum Beispiel so von der Feuerwehr gibt es ja auch oft so ein Blaskapell. Und da kann es natürlich sein, also wenn die von der Feuerwehr blasen, das, die müssen ja dann, die haben ja vorher Alarm. Gell? So, vor der Probe. Es gibt ja Feuerwehrblasealarm und das dann die müssen ja dann an den Dinger da runter. Und der Erste, ist das der denn dann jetzt hier Gesundheitsmagazin Praxis? Nein, nein. Wie heißt die denn? Ne? Ich glaube, Martin war noch nicht fertig. Ja, ich meine, also der Erste, der dann da ist, gell, der es geschafft hat, der kann ja schon mal vorblasen. Vielleicht ist es ja so wie ja. Martin, beim Film. Martin ist fertig. Beim Film gibt es ja Lichtdoubles und vielleicht gibt es in der Posaunerei Menschen, die einem die Räte vorher so vorblasen, damit die dann schön warm sind und besser bespielbar für die virtuosen Solokünstler. Also ist denn in diesem jemand, der das hier rät, warm bläst. Was ist denn mit diesen Erotikfilmen? Es gibt doch schon mal Tage, wo es so Tage, wo man nicht so gut drauf ist, nicht? Wir wissen ja alle. Und dann Schlapofit, Hengolin. Und dann gibt's halt so jemanden, der da einfach sagt, du. Ne, jetzt mal ohne Quatsch. Jetzt haben wir den Martin aber erwischt. Ich würde sagen, es ist ein Begriff aus dem Bereich Textil. Es ist immer dann, wenn man in der Herrenabteilung sein erstes ordentliches Jackett kauft. Mit 12 Jahren wird man Blazer. Das meistens verpackt. Das sind so blaue mit so goldenen Knöpfen. Und der wird dann noch ein bisschen abgenäht. Und bis man den dann vom Schneider zurück hat, bekommt man eine Art Übergangsjackett. Und das ist sozusagen der Vorbläser. Also der Industrie abschmettern würden, Herr Balder? Ja. Gut. Wir kennen ja Stefanie Hertel und Stefan Ross. Ja, natürlich. Und der Kollege hat ja Probleme. Stefanie Hertel ist die Vorbläserin. Um ihn zu motivieren. Nein, aber der hat ja einen Trainer, einen Lehrer, einen Trompetenlehrer. Und wenn der Stefan sagt, jo, das ist scheiße schwer, dann sagt er, ich zeig dir das mal, ich blase es dir gerade mal vor. Nicht alles ist Trübsal, was bläst. Sehr richtig. Jetzt wäre ich persönlich in der Glasbläserei. Und zwar eben, da gibt es ja Menschen, die Glas blasen. Und vielleicht ist das ja sehr anstrengend, wie bei so einem renitenten Luftballon. Ne? Wenn du da einmal versuchst und kriegst den Anfang nicht, da bläst du wie ein Wolf. Und vielleicht ist es beim Glasblasen auch so, dass die dieses Glas haben. Und dann gibt es ein Instrument, das ist der Vorbläser, der das erstmal vorbläst, bis dann der Glasbläser es übernimmt und es dann sehr schön zu Ende bläst. Der Vorbläser ist ein Instrument? Oder ein Typ? Ein Gerät. Ein Gerät. Ein Gerät oder Typ? Ein Typ. Richtige Antwort.
Vorbläser gehören zur Zunft der Glasbläser. Der Vorbläser bläst das Glas vor, damit es der Einbläser anschließend weiterverarbeiten kann. Diese Arbeitseinteilung wurde eingeführt, weil Glasblasen eine sehr anstrengende, wie Sie sagten, Angelegenheit ist. Und bei mundgeblasenen großen Vasen oder Schalen ist immer zuerst der Vorbläser zugange, der gewissermaßen den Rohling bläst, bevor der Einbläser das Glas in seine endgültige Form bringt. Richtig. Ein schöner Abend. Ich danke Ihnen, Herr Bayer. Richtig. Sehr gut. Marek, es tut mir leid, aber Frau von Sinnen hat's gewusst. Wir kommen zu Robert Schmidt aus Gordemitz. Das liegt in Sachsen. Und Robert möchte wissen, warum hat der Bundesadler im Plenarsaal des Reichstags auf der Rückseite ein anderes Gesicht als auf der Vorderseite? Was wir aber alle nicht sehen, weil das an der Wand ist. Oder? Nein, es ist hinter Glas. Es ist auf Glas. Man kann ihn sehen. Vielleicht wird der gedreht, wahlweise, ob da eine gute Stimmung in der Bude ist. Jetzt muss ich noch mal fragen, da ist also der Adler. Und hinter dem Adler ist eine Glaswand. Das heißt, die Besucher sehen ein anderes Gesicht als die Leute, die in dem Parlament sitzen. Richtig. Warum hat der auf der Rückseite ein anderes Gesicht als auf der Vorderseite? Ach, der hat ein anderes Gesicht? Das finde ich jetzt mal gerade überhaupt erstmal interessant. Also mich fasziniert das ja schon. Ja, mich auch. Das ist ja vielleicht ist es ein Falke auf der Rückseite. Ja, oder ein Specht. Ja, oder so Pinguin. Etwas. Pinguin. Vielleicht ist es so ein siamesischer Zwillingsadler, der aber nach hinten ein anderes Gesicht hat. Nicht mehr ansprechen. Den. Ich glaube, es ist halt, wenn man die Frage mit der Frage beantwortet. Das kann man auch machen, oder? Das geht alles hier bei Genial daneben. Also. Ich glaube, vielleicht hängt es damit zusammen. Also, das Ganze ist auf Glas gemacht. Der hängt an einer, das heißt, der Adler würde, wenn er nach links guckt, von der anderen Seite nach rechts gucken. Ja. Vielleicht hat die Bedeutung, nach rechts zu gucken, etwas Unmoralisches und nach links genau dasselbe. Und deshalb ist der Kopf des Adlers auf der Rückseite so gemacht, dass er nicht nach links, also auf die schmutzige Seite guckt, sondern einfach nur nach vorne. Also diese Spiegelung ergibt ein Problem. Soll ich die Frage noch mal wiederholen? Nein, nein. Die Antwort, meine ich. Das ist falsch. Sie hätten sie auch schneller sagen können. Das geht in die richtige Richtung wahrscheinlich. Nein, überhaupt. Vielleicht ist es schlicht und ergreifend ein Relief, also sozusagen die Sicht, die man im Grunde von vorne hat auf ja, wie soll man das nennen? Eine Skulptur ist es ja nicht, aber auf das Werk, auf das Kunstwerk. Ja. Vielleicht ist es ja, woraus immer hergestellt, aber getrieben. Sozusagen, dass es nach da gebeult ist. Also von vorne zu sehen, ist es konvex und von der Rückseite konkav. Und dadurch hat es, wenn also ein anderer Lichteinfall stattfindet, einfach einen anderen Gesichtsausdruck. Sehr schön, aber leider stimmt es nicht. Also Sie sagten auch gerade, dass das eine Gesicht mehr für die Leute ist, die da so durchlatschen, während das andere Gesicht für die Parlamentarier ist. Das Ding hängt ja im Plenarsaal des Reichstags. Das heißt, die Parlamentarier, die Regierung, die sehen das eine Gesicht. Und die Besucher sehen das andere. Und wenn man auf der anderen Seite dieser Glaswand ist, sieht man, ein anderer hat der Adler ein anderes. Ja, ist doch wahrscheinlich klar. Aber das andere Gesicht hat für die Besucher ist so als... Genau, das ist gut. Das ist gut. Der drückt mal ein Auge zu. Wir machen, ist doch ganz klar. Das haben ja irgendwelche Kollegen gemalt, geklöppelt, gebeult, konvex, konkav, wie auch immer. Und da ja die blöden Politiker das immer nur von der einen Seite sehen, weil die ja stundenlang in diesem Plenarsaal sitzen, hat er sich einfach gedacht, du, krieg ich selber mal ein bisschen Spaß, die Leute auch, die draußen vorbeigehen, macht irgendeine Fratze auf die andere Seite, so nach dem Motto, spöttisch vielleicht fürs Volk, genau. Das Volk lacht viel über die Leute, die im Plenarsaal sitzen. Und deswegen hat er da irgendwie eine Grimasse drauf gemalt. Könnt ihr euch das vorstellen beim Bundesadler? Ja. Ja? Ehrlich? Wenn ich Frau Merkel sehe, kann ich mir einiges vorstellen. Ja, sehr schön. Stimmt leider nicht. Die Frage ist, hat vielleicht der Bundesadler überhaupt eine Bedeutung? Also ich meine, als Pleitegeier kennt man ihn, aber vielleicht hat er ja was, soll er was anderes auch noch ausdrücken. Was denn? Vielleicht ist... So wie Justitia, zwei Seiten einer Medaille oder so. Sowas, ja. Mhm. Ach, vielleicht ist auf der einen Seite der Adler und auf der anderen Seite steht eine 2 für einen Euro. Ich weiß nicht, was... Der ist ja ausgeschnitten, oder? Der ist ausgeschnitten. Oder ist nicht gemalt. Also ist richtig so mit. Ja, es ist ja eine richtige so eine Art Skulptur, die da. Der hat aber nur ein anderes Gesicht. Das ist nicht von der anderen Seite ein Pavian oder so. Nur ein anderes Gesicht. Es ist kein Pavian auf der anderen Seite. Nur ein anderes Gesicht. Vielleicht ist das so eine Travestie-Angelegenheit. Es gibt ja auch so Tänzer, die auf der einen Seite so Frauen, auf der anderen Seite Mann sind und dann so tanzen und sich dann immer so drehen dabei. Jacqueline Hyde. Ja, sowas. Ja, aber der dreht sich doch nicht. Der tanzt ja auch nicht. Naja, aber. Der hängt ja nur.
Deshalb wissen wir ja auch nicht, dass der anders aussieht. Weißt, wenn er das tun würde, wäre das ja bekannt. Das ist doch bestimmt ein Scherz gewesen. Die wussten eben nicht, dass es auf der einen Seite verglast ist, weil in Bonn gab es kein Glas. Die haben den Adler ja wahrscheinlich umgehangen, keine Ahnung. Und der hatte schon immer so eine blöde Fratze auf der anderen Seite. Nur blöde war jetzt im Reichstag auf einmal Glas. Sieht man. Nach 40 Jahren auf einmal sehen die, aha, hinten ist ein ganz anderer Kopf drauf. Wenn ein Vogel gegen eine Scheibe fliegt, dann blutet der nur auf einer Seite. Vor allem macht der ein ganz blöden Gesichtsausdruck. Auf der einen Seite. Ja, ja. Vielleicht ist das einfach ein Gesetz, was irgendwo steht, genauso wie auf Polizeiautos ja auch Polizeiseitenverkehr draufsteht, vorne. In welchem Gesetz soll das stehen? Im Polizeiseitenverkehrsgesetz. An dem Adlergesetz. Im Adler, also Adler. Im deutschen Adlergesetz. Im deutschen Adlergesetz. Deutsche Adlergesetz. Ach nee, ich glaube, ich sag's euch mal. Ja, ja. Also, folgendes. Warum hat der Bundesadler im Plenarsaal der Reichstags auf der Rückseite ein anderes Gesicht als vorne? Norman Foster, der englische Star-Architekt, der den Reichstag neu gestaltet hat, wollte auch den Bundesadler neu designen. Das ging aber nicht, weil Ludwig Gies, der Bildhauer, der den Adler 1949 für das Bonner Parlament entworfen hatte, ein lebenslanges Patent an dem Vogel angemeldet hatte, das inzwischen auf die Erben von Gies übergegangen ist. Und diese weigerten sich, ihre Zustimmung zu einer Veränderung des Adlers zu geben. Soweit so gut. Das Patent bezog sich aber nur auf die Vorderseite des Adlers. Deshalb ließ Norman Foster den Adler von hinten einfach neu gestalten, denn das durfte er. Und auf dieser Seite schaut er nicht mehr so grimmig und hat auch nicht mehr so furchterregend spitze Krallen. Und sowas bezahlen wir? Ja. Ja, sowas bezahlen wir und deswegen hat dieser Adler zwei Gesichter. Finde ich gut. So einfach ist das. Robert Schmidt aus Gordenitz. 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen sehr. Sehr gut. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch eine Zuschauerfrage haben, eine schöne, dann können Sie uns die schicken. Genial daneben, 50666 Köln oder Sie rufen an 01378 101120 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Aber das wissen Sie ja wahrscheinlich alles schon. Wir kommen zu Michael Keller. Er wohnt in Zürich. Michael aus Zürich. Und möchte gerne wissen, warum ging ein Kanadier freiwillig für 24 Monate in den Knast, obwohl er nur zu 20 Monaten verurteilt war? Kleiner Tipp, der euch überhaupt nicht helfen wird. Der Mann heißt Angelo Foti. Wurde verurteilt wegen Körperverletzung. Es war bestimmt ein Italiener. Und wahrscheinlich war da irgendwie eine Frau. Ist so ein ganz heißer Kracher. Vielleicht in der Zelle nebenan oder so. Und hat sich dann irgendwas ergeben, würde ich mal sagen. Ja? Aber vielleicht hatte der ja wirklich Probleme mit der Mafia und irgendeiner, mit dem er so Revanche-Sachen hatte, der war gleichzeitig, also der war nach den 20 Monaten, hatte der vielleicht einen Prozess. Und es war aber abzusehen, nach dem Prozess würde der auch für sehr lange Zeit hinter Gittern sein. Aber diese 4 Monate hat er noch abgewartet, damit er nicht von dem erschossen wird draußen. Er war also im Knast sicherer als draußen. Vielleicht ist es sowas ganz Bescheuertes. Die haben doch, die Kanadier, die haben so kanadische Olympiaden, wo die so um die Wette Holz hacken und so Scheiße. Und vielleicht hat der hat einfach 20 Monate lang trainiert und dann haben die diese Gefängnis-Olympiade um 4 Monate verschoben. Und damit der nicht aus dem Gefängnis-Olympiade. Die Olympiade, die Gefängnis, da hackt man halt keine Holzbäume, sondern Wärter oder so, keine Ahnung. Und ja, und um jetzt aber trotzdem teilnehmen zu können, musste der ja in diesem Trainingslager bleiben. Man hat gesagt, ich bleib noch was hier. Gewinnen dann. Sehr schön, leider falsch. Der hat eine Ausbildung begonnen, hat sich da umschulen lassen und die war halt erst in 4 Monaten fertig. Ich überlege gerade, wie ich euch ein bisschen helfen kann, ohne dass es eine Hilfe ist. Dass es so stark ist, dass der Michael böse wird. Aber wenn ich vielleicht sage, dass vor wann sind Sie das auch gemacht hätten? Und ich auch. Na klar, weil er hat in der Zeit ganz klar, es war ein 3-Sterne-Koch. War wegen Betrugs in dieser Haftanstalt. Dann haben sie gesagt, pass mal auf, der Kollege, der kann ja mal ein leckeres Süppchen für uns machen. Und der hat sich tierisch da ausgegeben, hat super gekocht in der Kantine. Und dann hat er gesagt, ey, so ein gutes Essen kriege ich nie wieder, für umsonst natürlich. Und deswegen ist er 4 Monate länger geblieben. Falsch. Wenn Sie sagen, dass ich es auch gemacht hätte und Sie, bin ich ja sehr perplex. Dann kann es ja schon mal nicht um eine Diät gehen. Heuschnupfen. Nasentropfen. Ja, ich denke jetzt, es geht um die Liebe. Der hatte seinen Schatz in dem Knast und der Schatz wurde erst in 4 Monaten entlassen. Und weil er sich nicht von seinem Schatz trennen wollte, ist er auch noch 4 Monate länger drin geblieben. Nein. Ich hätte jetzt beinahe was gesagt, aber nein, nein.
Vielleicht ist es wirklich der Heuschnupfen. Und zwar, wenn der rausgekommen wäre, dann wäre er genau zu der Zeit rausgekommen, wo die Heuschnupfensaison Pollenflug in seinem Heimatort ist. Und der ist einfach 4 Monate länger geblieben, weil in Kanada sind die Strecken ja sehr groß, sodass als die Pollenflugzone zu ihm rüberkam, ist er raus und schnell nach Hause, dass da nichts passiert. Ich denke, keine Ahnung. Ja, Herr Balder, da staunen Sie, ne? Vor allem, was mache ich? Was ich Scheiße erzählen kann. Ja. Was ist denn mit uns? Hätten wir das auch gemacht? Oder? Ich weiß es nicht. Ist das eine Art TV-Knast? Nein. Nein. Ein stinknormaler so Knast. Oder so. Ja. Nein. Da hätte ja sein können. Nein. Hinter Gittern. Ja. Ein stinknormaler Knast. Geht's um Geld? Das kann ich euch nicht sagen. Um Geld. Torben. Wahrscheinlich geht es um Geld, aber die zahlen erst ab 24 Monaten irgendeine Entschädigung oder Knastgeld oder wie auch immer. Vielleicht ist er gleichzeitig in Ermangelung von anderen Menschen, die sich in dieser Gegend, wo dieser Knast steht, aufgehalten haben, auch parallel dazu gekommen, dass er sich kurz vor der Straftat auch beworben hat als Gefängnisdirektor. Und er hat dann einen Vertrag bekommen über 24 Monate. Geht es um einen Regierungswechsel, der erst in 4 Monaten gekommen wäre? Nein. Hat's was mit Weihnachten zu tun? Das ist alle 12 Monate, Martin. Ja eben, zweimal Weihnachten in einem. Das hat nichts mit Weihnachten zu tun. Ich werde es euch sagen, ihr Lieben. Es ist ganz einfach. Ich bin super gespannt. Der Richter hatte den Kettenraucher zu 20 Monaten Knast verurteilt, abzusitzen in einem Nichtrauchergefängnis. Foti wollte das nicht hinnehmen und fing noch im Gerichtssaal an, lauthals an zu protestieren. Der Richter hatte ein Einsehen und machte ihm folgendes Angebot. Okay, Raucherknast, dann am statt 20 Monaten 24 Monate. Und er nahm das Angebot sofort dankend an. Ja, Michael Keller aus Zürich, 500 Euro für Sie. Halleluja. Na, mal wieder ins Waschbecken gepinkelt? Ich schwör. Der Fun-Freitag in Sat.1. Ilona Kriak wohnt an sich in Karlsruhe. Ilona ist heute Abend bei uns. Wo sitzt sie? Ilona, da unten. Wo? Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ilona hat den weiten Weg aus Karlsruhe nach Hürth-Kaltschorn gemacht, um folgende Frage zu stellen. Es geht um 500 Euro Cash auf die Hand. Was ist die Drei-Haufen-Methode? Aha. Ja, jetzt bin ich gespannt, Martin, komm. Ich wollte ja gar nichts sagen. Ach so. Ich hab nur was gedacht, aber das kann ich ja gar nicht sagen. Es sind schon viele Sachen richtig gewesen, die man nicht gesagt hat. Ein Begriff aus dem Kartenspiel. Aha. Ja, man nimmt ein Kartenspiel und lässt die Leute gucken und sie sollen sich eine Karte merken. Und dann legt man die so offen so hin und zum Schluss sagt, in welchem Haufen ist die Karte. Ich fand das gut. Es war gut, es war nur falsch. Ich glaube, es ist eine Maulwurfstrategie. Der Maulwurf an sich wirft ja gerne mal einen Haufen. Und die drei Haufen, Stellung? Methode. Stellung. Das ist eine spezielle Praxis, um Stroh zu bündeln. Da gibt es ja so Geräte, also um diese Ballen, also Haufen. Also ich denke auch so Landwirtschaft oder ja, entweder Landwirtschaft, Garten, verschiedene genau. Haufen oder Landwirtschaft. Das ist soweit richtig. Landwirtschaft ist richtig. Aber oder hier, was ich schon hier Ballen ernte, Strohballen war richtig. Was war jetzt? Eher Landwirtschaft. Vielleicht lässt man drei unterschiedliche Tiere, die ja in der Bauernwirtschaft in der Natur vorkommen, nebeneinander ihr Geschäft über längere Monate verrichten, um dann unterschiedlichen Dungen gleich abtransportbereit in Wägen zu haben. Das ist und ihn zu mischen vielleicht auch. Mischen. Mission impossible. Ja, genau. Hat es was mit den Misthaufen auf einem Bauernhof zu tun? War das nicht gerade das, was du gesagt hast? Ja, das habe ich zwar gesagt, aber... Du hast von Kackhaufen gesprochen, hallo? Misthaufen in dem Sinne eher nicht. Also es gibt keinen Misthaufen. Es gibt ja verschiedene Arten von Haufen. Es gibt halt den Misthaufen, wo das kommt, was die Kühe
da gemischt haben, so weg. Dann gibt es den, den Heuhaufen, mit dem wir die Kühe später fressen. Und dann gibt es noch den Strohhaufen, mit dem, wo die Kühe sich drauflegen und schlafen, damit die besser träumen. Dann gibt es ja noch mehr Haufen. Und dann gibt es ja noch mehr Haufen. Ich würde sagen, das hat mit der Zuckerrübenernte zu tun, weil die werden ja hinter auf Haufen gestapelt. Aber was da drei nebeneinander sollen, kann ich euch leider nicht sagen. Damit man Kompost, sie findet. Herr Balle, Komposthaufen. Ah, drei Haufen, muss ja nicht dreischichtig geschichtet werden. Unten. Das habe ich gerade schon gesagt, mischen. Wenn du drei verschiedene Arten von Dung oder irgendwas versuchst. Heißen Dung. Kompost, also ein Komposthaufen muss immer in drei Schichten irgendwie laufen. Und zwar gibt es irgendwie Frühschicht, genau. Ja. Genau das meine ich ja bald. Also was in die Richtung. Ja, mit dem Haufen sind wir schon richtig, aber die Schichten ist was falsch. Passiert da jetzt? Warum heißt denn das die Drei-Haufen-Methode? Ja. Das ist jetzt die Frage. Du hast recht, da müssen ja verschiedene Komponenten drin sein, dass eine gewisse Temperatur entsteht und dann irgendwelche Mikroben anfangen zu arbeiten, damit aus diesem wunderbaren Häuflein Kompost wird. Und die müssen eben so geschichtet werden, dass diese Mikroben so miteinander funktionieren, dass dann auch das richtige Ergebnis rauskommt. Genau. So, was macht man dann? Es gibt einen Haufen, der ist noch relativ fit, dann gibt es einen, der ist länger, steht da schon länger und der dritte ist total durch. Praktisch wie Gouda. So, dann, genau, wie also der eine ist schon ein bisschen verwester, da ist schon die Gärung. Damit die Bakterien aus dem Althaufen sich in dem Neuhaufen wie zu Hause fühlen und sich neu und wieder verbreiten, dass alles schneller geht. Ja. Martin? Ich würde dem beipflichten. Wir haben es schon oft mit der demokratischen Methode versucht, es ist nicht erfolgreich. Was wird denn da gemacht? Ja, was wird da gemacht? Das ist die Frage, bis jetzt ist alles verkehrt. Also, dass wir bei diesem Komposthaufen sind, ist schon mal gut, aber... Ich wäre ja dankbar, ich möchte gerne Serpil sehen und ich möchte Serpil gerne mit 500-Euro-Schein in der Hand sehen, Herr Balder. Das heißt, auf Deutsch gesagt, ich soll es euch sagen. Bitte. Ja, dann sage ich es auch. Euch. Ja, also, die sogenannte Drei-Haufen-Methode kann man auf dem Land studieren, wissen wir. Um Dünger für den Garten zu gewinnen, sammelt man auf einem Haufen den frischen Gartenabfall. Ja, jetzt wird der gleiche Haufen, es gibt keine drei Haufen. Die heißt nur Drei-Haufen-Methode. Der gleiche Haufen wird im darauffolgenden Winter umgegraben, sodass alles in Ruhe reifen kann. Im darauffolgenden Winter wird der Haufen gesiebt. So entsteht dann der dritte Haufen, obwohl es immer der gleiche ist. Und der reife Kompost, gewonnen nach der sogenannten Drei-Haufen-Methode, dauert also 3 Jahre. Deswegen heißt es aber immer der gleiche Haufen. Die Methode heißt aber Drei-Haufen-Methode. Gute Frage von Ilona, 500 Euro für Sie. Cash auf die Hand. Sehr gut. Wir kommen zu Ellen Hahn. Ellen Hahn wohnt in Gallenkirchen. Das liegt hier um die Ecke von Köln. Und Ellen Hahn möchte wissen, was versteht man unter einem Flottenverhältnis? Also nicht ein flottes Verhältnis, sondern Flottenverhältnis. Flotten, also eine Schiffsflotte. Die besteht immer aus 3 Kreuzern, einem Flugzeugträger, 2 Torpedobooten und einem U-Boot. Das muss immer im gewissen Verhältnis sein, wenn ein Kreuzer mehr, auch ein U-Boot mehr. Und das ist das ganz klare Flottenverhältnis. Falsch. Du könntest auch irgendwann mal sagen, es ist richtig, oder? Ja. Auch wenn es falsch ist. Ja, das tue ich aber nicht. Es gibt auch diese albernen und grotesken Flugtage, wenn die Menschen da mit Düsenjägern Formationen machen, wo auch gerne mal tragische Katastrophen bei passieren. Und vielleicht hat es das damit zu tun, mit dem, eben, ja, wie die zueinander stehen, damit das ein lustiges Dreieck gibt oder ein L in der Luft. Hat nichts mit Flugzeugen zu tun. Es hat übrigens auch nichts mit Schiffen zu tun. Ja, dann sind wir ja einen Schritt weiter. Gibt's ja noch das Flottenverhältnis. Und zwar ist das, glaube ich, so etwas wie der durchschnittliche Benzinverbrauch einer Flotte. Weil es gibt so Regelungen, glaube ich, in Amerika, dass der Durchschnittsverbrauch einer Flotte von einem Wagenhersteller, im Schnitt müssen alle Autos irgendwie 5 Liter verbrauchen. Das heißt, wenn jetzt eine Firma ein Auto herstellt, was irgendwie 200 Liter verbraucht, müssen sie im Gegenzug eines herstellen, was so viel verbraucht, damit es im Schnitt wieder 5 Liter sind. Wie man das auch immer ausrechnet. Nein. Geht es um Autos? Nein. Geht es um Fahrzeuge? Auch nicht. Geht es um Tiere? Ah ja, gut. Insekten, Bienen, Hummeln. Falsch. Geht es um irgendetwas? Ja, natürlich. Mancher muss man sehr früh anfangen. Was ist denn also, Flotten? Was versteht was man unter einem Flottenverhältnis? Gibt Kieler Flotten gibt es nicht, sind die Sprotten. Das sind die Kieler Sprotten. Vielleicht solltet ihr erst mal überlegen, was das Wort Flott bedeutet. Dann wisst ihr das vielleicht. Ja, schnell. Ja, ja. Nicht nur.
auch gut aussehend. Diese Frauen, die immer an diesen Scheiben vorbeigehen und singen, ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Oder? Früher gesagt, früher als diese Werbesprüche noch waren, andere achten auf ihre Schuhe, tun sie es auch. Mhm. Das war früher, in den 50ern. Oder Friseur gepflegt, gewinnen sie. Es gibt doch abstehende so ein... Ohren, kein Problem. Mit Durchfall hat nichts zu tun. Bitte, mit wem? Mit Durchfall hat es nichts zu tun. Nö. Ich finde das gar nicht, es gibt doch einfach... Wie kommst du jetzt das darauf? Das ist Flitzen. Das ist Flitzen. Ach, flott. Ja. Nee, es war nur so eine Absorption. Eine Absorption. Eine Absorption, ja. Also. Es gibt doch so optimale Schönheitsmaße, irgendwie das Verhältnis Augenbreite zu Nasendicke und so weiter. Das doppelte Flottchen, genau. Ja. Ja, und ja. Ja, ja. Flotte heißt auch schick oder gut aussehen. Ich gebe euch noch mal eine Hilfe, ohne dass ich zu viel sage, ja? Was bedeutet denn ein Schiff flott machen? Was heißt das? Sauber machen, nein, putzen nein, in Betrieb nein, nehmen, fertig. Wieder in Betrieb setzen. Also. Heißt wieder gangbar machen. Heißt? Fertig. Reparieren. Motorisieren. Was macht denn so ein Schiff? Tut. Nein. Das ist ja furchtbar. Olli Dietrich aus Köln fragt, was macht dein Schiff? Ich bin aus Hamburg, ich möchte darauf Wert legen. Ich bin aus Hamburg. Also, wenn man ein Schiff zum Beispiel flott macht, was macht man es dann? Renovieren, reparieren. Ja, anstreichen. Ja, vom Stapel lassen. Ja, und was macht das Schiff dann? Schwimmen. Ja, also macht man ein Schiff schwimmfähig. Schwimmfähig. So, ja. Das bedeutet auch flott. Die Hilfe kann ich euch geben. So, jetzt macht mal weiter. Also was heißt, was versteht man dann unter einem flotten Verhältnis? Herr Balder, das wahrscheinlich steht das Verhältnis von vielleicht, tatsächlich ist es, wenn man ein Schiff konstruiert und baut, muss wahrscheinlich, mal ganz doof gesagt, die Menge an Hohlraum im Verhältnis zu der Menge des Metalls, wegen mir was verbaut wird, irgendwie errechnet werden. Und das darf nicht mehr Eisen sein als nötig. Ja, der Hohlraum muss ja so, das richtig, damit das schwimmt. Hohlraum. Ja. Was ist ein Vakuum? Warte mal, ich hab's im Kopf, ich komm gleich drauf. Also flottenleitend ist das Verhältnis von Schiff zu Wasser, dass es nicht untergeht. Nein, das ist das Verhältnis von zwischen flott und nicht flott. Also es hat ja mit Schiffen nichts zu tun, wenn ich das gerade richtig noch in Erinnerung habe. Dann könnte man das ausdrücken, ja. Gut, das heißt, wir sind mit Schiff auf der falschen Fährte. Kommen wir zu etwas anderem. Auf der falschen Fähre? Ja, aber der wär doch jetzt nicht so lange auf Schwimmbar rumgeritten, wenn es nicht irgendwas damit zu tun hätte. Traust du dem irgendwelche sinnvollen Handlungen Nein. zu diesem Mann? Vielleicht gibt es so etwas ja auch bei neugeborenen Enten. Ja, sowas, ein flottes Verhältnis. Was in der Tierwelt stattfindet, auch die müssen natürlich wissen, dass sie nicht zu schwer werden, sonst saufen sie ab. Ja. Ja, das also hat nichts mit der Tierwelt zu tun. Nichts. Ihr werdet mich wahrscheinlich verprügeln, wenn ihr die Antwort hört. Aber sehr gerne. Das kommt aus der Pädagogik. Ja. Und zwar beschreibt es das Verhältnis der Nichtschwimmer zu den Schwimmern einer Schulklasse. Das heißt, mit wie vielen komme ich wieder nach Hause, wenn wir gemeinsam... Hat es was mit Luftmatratzen zu tun? Nein. Einfach mal Flossen, Taucher. Ich sag's euch. Bitte. Ja. Hat es was mit Erdbeermarmelade zu tun? Ich sag jetzt mal einfach was. Das sogenannte Flottenverhältnis bezeichnet das Verhältnis zwischen Wasser und Wäsche in einer Waschmaschine. Ach du. Für die optimale Wäschepflege sollte das Flottenverhältnis 1:5 sein. Das heißt, auf 1 Kilogramm Wäsche kommen 5 Liter Wasser. Herr Baller, ich riech gleich Lochfraß. Ellen haben 500 Euro für Sie. Großartig. Ja, wunderbar. Genau, Dieter Bürgi. Das ist ein Flottenverhältnis. Melanie Klaus kommt aus Hamburg und möchte wissen, was ist Spritzgeld? Spritzgeld. Ja, jetzt sind wir in der Pornoindustrie, Herr Walder. Die werden bezahlt nach... Nein, Frau Bünzel.
Ich glaube, Spritzgeld, nein, das sind alte D-Mark-Scheine, die aus einer Schreddermaschine fliegen. Falsch. Vielleicht mehr so aus dem Konditorei-Bereich. Die müssen ja auch viel spritzen. Schlagsahne. Ja, ja, Schwarzwälder Kirsch. Vielleicht wird das bezahlt nach Spritz. Nach Druck. Auf die Tube drücken. Spritz. Ja, nach Gebäck, Spritz. Ja, ja. Je mehr Spritzgebäck, desto mehr Spritz. Geld. Also, vielleicht sind es aber trotzdem die Geldscheine, weil man eben Münzen druckt und am Ende Papiergeld mit Farbe bespritzt, also farbig spritzt. Also sind vielleicht, sind Geldscheine Spritzgeld im Gegensatz zu Münzen. Ich glaube nicht, ich glaube eher, dass Münzen Spritzgeld sind, weil die im Spritzgussverfahren wahrscheinlich, obwohl die ja geprägt werden, aber entstehen vielleicht die Vorlage im Spritzgussverfahren. Deswegen sagt man nicht Kleingeld, sondern Spritzgeld. Nein. Vielleicht ist es schlicht und ergreifend der Preis für Penicillin. Ich glaube eher, es gibt ja in Rom, wirft man ja Geld, Kleingeld in irgendwelche Brunnen. Fontana di Trevi. Und wenn das, richtig, der Trevi-Brunnen. Und wenn man das Kleingeld in, also nach oben wirft, es fällt ja runter, dann macht es Blitsch. Ja. Und dann sagt der Italiener, ah, die doofe Deutsche haben wieder Spritze, gell? Was könnte dann Spritzgeld auf Italienisch heißen? Es ist eine Gefahrenzulage, wenn mit zum Beispiel... Es ist eine Zulage, ja. Das ist ja, eine Gefahrenzulage für Leute. Man sagt ja, man macht eine Spritztour. So, ja. Vielleicht, und zwar gibt es ja im Bereich Sanierung, aber auch zum Beispiel im Bereich, sagen wir mal, wenn Holz abgesperrt wird, bevor es dann lackiert wird, Absperrgrund aufgetragen wird. Es gibt ja allerhand Substanzen, die irgendwo aufgetragen werden, zum Beispiel beim Bau oder so, die sehr giftig sind. Und dass es da Zulagen gibt, einfach für Leute, die großflächig daran arbeiten müssen. Oder zum Beispiel auch Schiffsrümpfe von innen mit bestimmten Beschichtungen, weil es da wenig Sauerstoff und so weiter. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Was sind denn das für Beschichtungen? Das sind irgendwie... Teflon, das ist ein Abfallprodukt aus der Weltraumforschung. Nein, ist kein Teflon. Aber naja, ich glaube, sind das doch keine Beschichtungen in dem Sinne. Farbe. Sind wir bei der Feuerwehr? Farbe? Bestimmte Farbe. Gucken Sie mich nicht so an, ich krieg Angst. In der Lackiererei. Lackiererei, wenn der Kollege, der ganz vorne dran ist, hat noch eine Maske auf und sagt mal, scheiß Job, wer will den heute machen? Sagt, komm, mach du, dann gibt's ein bisschen mehr Spritzgeld. Richtige Antwort. Hey! Wer hat dich drauf gebracht? Wenn der Lackierer bei seiner Arbeit eine Maske tragen muss, eine Schutzmaske tragen muss, ist Spritzgeld fällig als Zulage. Aha. So einfach. Super. Ja. Nix Teflon. Ja, nix Teflon. Melanie Klaus aus Hamburg. Es tut mir leid, Sie haben es gewusst. Ja, gut. Wim Teubert wohnt in Essen und möchte Folgendes wissen. Warum fehlt bei allen 52 Räumen eines belebten Hauses am Pier von Manhattan eine Außenwand? Was ist das Pier? Nochmal. Am Pier, am Hafen. Ach so. Nochmal. Warum fehlt bei allen 52 Räumen eines belebten Hauses am Pier von Manhattan eine Außenwand? Vielleicht ist das ein Gigapuff und die Leute, die mit dem Schiff vorbeifahren, können da in den Fenstern dann die... Ich glaube es, wenn die großen Ozeandampfer... Könntest du mal das typische Geräusch machen gerade, des Ozeandampfers? Das ist die Kette. Das war die Kette, die runtergefahren. Wenn jetzt die AIDA an sich oder irgendein Schiff an diesem Pier anlegt, gibt es ja so, meistens sind das ja Japaner oder... Pia Zadora. Die wohnt da ja. Um die Fenster zu putzen, haben die eine Brigade von Gebäudereinigern. Und da die so ein großes Gerüst einfach nicht bauen könnten oder konnten, weil diese Schiffe so hoch sind, haben die einfach so ein Haus praktisch dahin gebaut mit ganz vielen, wie so einem Setzkasten, kleinen Räumen. Und in jedem Raum steht so ein Gebäudereiniger. Und passend zu diesen Schiffen können die dann wunderbar die Fenster säubern. Und das ist praktisch nur ein Haus für Gebäudereiniger oder Fensterputzer. Tolle Idee. Ich glaube, wenn da uns jetzt einer zuhört, der macht das wirklich sowas. Könnte durchaus sein.
Da ist, glaube ich, noch niemand drauf gekommen. Es, aber vielleicht ist es einfach in einem Zoo oder in einer ähnlichen Einrichtung ein Gebäude. Nee, es ist am Pier von Manhattan. Naja, nun, könnte ja trotzdem sein. Gut. Manhattan, New York. Ist es vielleicht irgendetwas, wo sich, also zum Beispiel gibt ja auch in Naturparks oder so etwas, kann man in Bienenstöcke hineingucken oder auch so seitlich abgetrennt mit so einer Glasscheibe, gibt es so Dunkelzoos, wo Tiere, die nachtaktiv sind, beobachtet werden können und so weiter. Vielleicht ist es so etwas in dieser Art, dass dort Mäuse wohnen. Nein, da wohnen keine Mäuse. Da also wohnen Menschen, vielleicht Mäuse, aber. Um das gerade richtig zu verstehen. Da sind Menschen drin, ja. Da ist gar nichts. Das heißt, man kann mit der Hand reingreifen. Wenn man also so groß ist, jetzt, ja. Da ist jetzt nicht so eine. Komm her, komm her. Also da ist jetzt nicht so eine Glaswand oder so, sondern da, ich glaube, es ist vielleicht so. Da fehlt eine komplette Außenwand. Und es ist ein altes Gebäude oder ein junges Gebäude? 52 Räume. Wollen Sie noch sagen, wie alt das Gebäude ist oder ist das egal? Muss ich gar nicht. 52 Räume. Für jede Woche des Jahres einen Raum. Nein. Vielleicht wollen Sie sich einfach die Fenster sparen. Natürlich toll, wenn das jetzt stimmen würde, aber leider. Ist das denn ein, wirklich, vielleicht wirklich ein Abrisshaus, was besetzt ist von jungen Menschen, denen es egal ist, dass da keine Wand drin ist? Nee. Vielleicht ist es ein Vertikallabyrinth. Was? Was machst du da unterm Tisch? Ich zeig's euch. Oh, ja. Wissen wir dann, was es ist? Ja, deswegen. Willst du mir nicht erzählen, dass du dieses Haus aus New York extra hergeholt hast? Also, ich werde es jetzt auflösen und werde es euch zeigen. Und zwar in diesem wunderschönen Buch, Die Erde von oben, Tag für Tag, ist das Haus drin. Es handelt sich bei diesem Haus um 52 beheizte Kabinen, von denen aus Golfer ihren Abschlag drin haben. Nein! Nee, cool. Das ist ja klasse. Das ist cool. So sieht das aus. Ich dachte auch, dass es genau so aussieht. Ja. So sieht es aus. Und genau so habe ich gedacht, sieht das 500 aus. Euro für Wim Teubert aus Essen. Ich gratuliere Ihnen. Axel Stein gleich in Sat.1. Manfred Starke wohnt in Gera und möchte wissen, warum kam eine neue Briefmarke, die Holländische Post, so teuer, dass sie sofort wieder eingestampft wurde? Also die Marke, kann ich euch noch eine kleine Hilfe geben, wurde anlässlich des Abschieds vom Holländischen Gulden herausgegeben im September 2001. Ah. Vielleicht war Rudi Carrell drauf und die wollte keiner kaufen. Vielleicht war sie einfach so beschichtet, dass die Stempel der Post nicht drauf gehalten haben. Da hat man immer so. Das ist gut. Das richtige Antwort von Gute Idee. Eine Idee. Die Marke war mit einer silbernen Folie beschichtet, einfach damit die schöne aussah zum Abschied des Gulden. So, die Holländer kriegten ziemlich schnell spitz, dass man den Poststempel einfach abwischen konnte. Und die Marke wurde also 100-mal verwendet. Und die Post ließ daraufhin die gesamte Auflage, rund 1 Million Stück, einstampfen. Marke ist inzwischen ein begehrtes Sonnenobjekt, wie man sich vorstellen kann. Ja, Manfred, es tut mir leid. Lena Sophie Assmann aus Bad Endbach möchte Folgendes wissen. Warum bespritzt das Spritzsalmlermännchen ständig Blätter am Ufer des Gewässers, in dem es lebt? Nochmal, was ist das für ein Tier? Und die fallen dann runter und er frisst sie auf. Deswegen. Schön, aber falsch. Warum bespritzt das Spritzsalmlermännchen? Was? Salmler? Spritzsalmler ist ein Fisch, der in südamerikanischen Seen lebt. Der Spritzsalmler. Salmler. Salmler. Sag's nochmal. Spritzsalmler. Ich weiß es. Vielleicht ist er von der Spritzsalmler-Feuerwehr. Und es brennt! Und es brennt! So, und der bespritzt, der lebt der auf dem Wasser. Der bespritzt ständig Blätter am Ufer des Gewässers, in dem er lebt. Und womit und wie, das müssen wir jetzt alles sagen. Ja, der beschützt es. Mit einer Pumpe und so, ne? Oder? Also, es ist nicht dieser Mit Wasser. Das ist er nicht. Mit Wasser. Vielleicht könnte er deswegen, der will irgendwelchen Insekten suggerieren, dass es regnet. Und dass sie von diesen Blättern runterhüpfen. Und deswegen kann der dann irgendwie leichter an die Beute rankommen. Deswegen spritzt er die ganze Zeit und denken, oh, es regnet. Vielleicht hat er Reinigungsdienst. Genau. Das mit dem Regnen ist falsch? Ja, ist falsch. Bitte was? War das falsch? Ich weiß gar nicht zu, was ich habe zu. Tiere, die beim Regen auf die andere Seite des Blattes. Vielleicht
ist es nur so ein Ausdruck von Lebensfreude. Das ist ja in Südamerika, die haben da. Fontäne, genau. Und der? Da die ja keine Wale in Südamerika haben, macht sie in der Spritzalm. Sehr schön. Ja, leider nicht. Vielleicht auch, aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund. Sagen wir es mal so. Ich glaube, wenn der die von unten bespritzt, ich stelle mir das gerade so vor, ein Wassertropfen, er verlässt den Mund dieses komischen Fisches da und er fliegt gen Blattes. Nicht den Mund, er macht das mit der Schwanzflosse. Ach, der macht nur Wasser mit der Schwanzflosse auf das Ufer. Okay, ich stelle es mir vor, dieser Wassertropfen von der Schwanzflosse verlässt ihn die Kraft. Er haftet an diesem Blatte, hält sich fest, zieht das Blatt nach unten. Der Fisch, von Hunger gepeinigt, beißt in die Spitze des Blattes. Und wenn man genau drauf achtet, Herr Balder, und ich weiß es, denn ich habe es gesehen, ist jedes einzelne Blatt mit so kleinen Ausschabungen versehen, weil die Fische da reingebissen haben. Sehr traurig, wenn jemand so eine Therapie völlig umsonst macht. Aber was soll man machen? Es reicht, wenn Sie Ja sagen, Herr Ball. Nein. Falsch. Vielleicht macht er das ja nass, damit die Angler da ausrutschen. Sehr hübsch. Vielleicht sitzen auf diesen Blättern kleine Insekten, die er dann dazu bringt, dass sie ausrutschen. Das haben wir ja eben ganz am Anfang gesagt. Ach so, Entschuldigung. Ah, nee, das ist das Umgekehrte. Es gibt doch Männer, imponieren den Frauen immer damit, dass sie so Steine toll übers Wasser flitschen lassen können. Und dieses Menschen imponiert den Fischweibchen, dass sie so Wassertropfen über Blätter flitschen lassen können. Und wer am weitesten? Der ist der. Ich finde den Ansatz sehr gut. Der macht es gar nicht bewusst, damit das Wasser irgendwie am Ufer irgendetwas tut, sondern der ist im schweren Brunft-Theater mit seinem Weibchen und das ist ein Nebenprodukt seiner Balz. Nein, der macht das ganz bewusst. Der heißt doch deswegen. Der macht das ganz bewusst. Der heißt doch Spritz-Sammler oder wie der heißt. Spritz-Sammler. Er will doch irgendwas damit erreichen. Das ist gar kein See, wo der lebt, sondern ein Schiff, was voll Wasser ist und er will das nur leer kriegen. Nein. Aber das muss doch was mit Nahrungsaufnahme oder so zu tun haben. Mit Nahrungsaufnahme hat es nichts zu tun. Aber der weiß genau, was er tut und er weiß auch genau, warum es. Vielleicht sind die befruchteten Eier im Wasser gefährdet und er schießt sie hoch, die bleiben hängen und werden nicht gefressen. Ja, das hat was mit den Eiern zu tun. Aber sagen wir mal so, es hat was damit zu tun, aber mehr kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich ist die Frau Salmlerin gar kein Fisch, sondern eine gemeine Heuschrecke, die ihre Eier an die Unterseite von Blättern klebt. Der Kollege kann aber seine noch nicht raus, hat sein da unten im Wasser verteilt und dann schießt er praktisch seinen Samen an die Unterseite der da oben hängenden Eier und so kommt die Befruchtung des Spritz-Salmlers zustande. Nein. Vielleicht ist er so ein bisschen amphibisch drauf. Vielleicht kann der auch so ein bisschen an Land krabbeln. Da gibt es ja noch so Fische, die so in so Zwischenstationen verharrt sind. Und vielleicht macht er sich das nass damit. Was macht denn das Weibchen? Das ist eine gute Frage. Das ja, geht Herr Balder, auch wenn Sie es beantworten können. Weil das hat glaube, was mit den Weibchen zu tun. Weil vielleicht ist das wirklich... Das hat was mit den Eiern zu tun, Fische, mit den Weibchen zu tun. Fische bespermen die Eier ja extrakorporal, also außerhalb. Das heißt, so ein Weibchen macht er irgendwo hin und dann macht ein Männchen drüber. Vielleicht hängt das sein mit Wasser getränktes Sperma an die Blätter von unten dran und dann schwimmt so eine Fischfräulein so, oh ja, hier könnte ich mal ein Ei hinlegen und so. Und dann legt das Ei da so hin und dann tropft das Sperma runter vom Fisch. Schön, und so. Schön, wenn man da schwimmt, klasse. Ich denke mir gerade vor so. Ah, der Spritzheimer schon wieder. Deswegen haben. Deswegen gibt's Badekappen. Jetzt ist er. Also, es hat was zu tun mit den Weibchen, es hat was zu tun mit den Eiern. Wir haben nämlich die Eier auf dem Kopf. Wer? Die Weibchen. Warum? Und der schießt seinen Samen nach oben und die merken gar nicht, dass sie befruchtet werden. Das ist nämlich eine ganz hinterhältige Methode. Und dass nämlich von oben dann runtertropft und die denken, lalala, oben, zack, auf dem Kopf sind die Eier und auf geht's. Das Ganze findet statt in einem Fließgewässer. So, das normale Fischsperma würde natürlich, weil es keine Kraft zum Schwimmen hat, mit dem Fließgewässer weggeschwemmt werden. Da es jetzt aber sich außerhalb dieses fließenden Gewässers befindet, kann es gezielt auf einer herunterstürzen.
Ich glaube, diese Antwort war falsch. Ja. Der holt mit dem Wasser die Eier zurück ins Wasser. Die Eier sind an Land. Ist denn dann da oben, hängt da... Was hängt da? Das Weibchen. Also, tot. Hängt? Tot. Wird hier hangen. Ja. Am Blatt Zettel erlangen. Rum. Ja, genau. Ja. Schießt der da nur Wasser hoch oder ist das Milchschwarm? Ich sag's euch. Ja. Ja. Also, das Männchen tut das, weil das Weibchen kurz vor dem Laichen aus dem Wasser springt, das Weibchen, sich an einem überhängenden Blatt festhält und auf dem Blatt ableicht. So sind die Eier vor Raubfischen in Sicherheit. Und Aufgabe des Männchen ist es jetzt, die abgelegten Eier vor dem Austrocknen zu schützen. Und deshalb bespritzt es ständig mit seiner Schwanzflosse die Blätter, auf denen die Weibchen die Eier abgelegt. Das ist doch toll. Ja, man kann's auch aber wenn da jetzt die Eier an dem Blatt hängen und das Männchen mit dem Wasser, dann schwimmen die Eier doch durch das Wasser wieder in den Fluss zurück. Nein, die Eier hängen ja auf dem Blatt und das Männchen befeuchtet die nur, damit die nicht austrocknen. Na, 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 na.